Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist so ein ganz bisschen Storytime, Hormon, Fehleinstellung, Ernährungsupdate. Und zwar möchte ich euch heute so ein bisschen erzählen, was die letzten Monate hardcore mit mir schiefgelaufen ist und warum ich im Endeffekt so fett geworden bin. Ganz kleiner Disclaimer am Anfang. Dieses Video ist in Zusammenarbeit mit Natural Mojo entstanden und darüber bin ich extrem glücklich, weil ich euch in diesem Video was richtig krasses, geiles vorstellen darf. Wer mir hier auf Social Media folgt, weiß, dass ich die Produkte von Natural Mojo seit März durchgängig teste und halt benutze. Und ich euch auch zwischendrin immer wieder Updates gegeben habe, wie ich mit dem Ganzen so zurechtkomme, wie mir das gefällt und ja. Und aufgrund der Tatsache, dass ich das Ganze jetzt schon seit über 3 Monaten benutze, merkt man ja, ich bin definitiv zufrieden damit. Und ich darf heute was ankündigen. Und zwar gibt es von Natural Mojo eine neue Geschmacksrichtung von den Body Shapes. Und die Body Shapes sind ja die Mahlzeitsersatz-Shakes, die euch satt machen, aber keine krassen Kalorien haben. Diese Shakes habe ich bisher in Vanille, Schoko, Beere und Banane gehabt und meine persönlichen Favoriten sind davon definitiv Schoko, Beere und Banane. Vanille ist nicht ganz so meins, aber definitiv Banane und Beere und auch Schoko oder irgendwie gemischt. Hammer. Und jetzt gibt es ganz neu eine 5. Sorte. Oh, Trommelwirbel. Ich darf sie euch vorstellen. Es ist Fit Coco. Ohne Scheiß, als die Leute von Natural Mojo mir das geschrieben haben, Julina, wir werden eine neue Sorte haben, möchtest du die auf deinem Kanal vorstellen und einfach so, hallo, Premiere, wow, hier, cool, voll, tadadada. Kleine Schweigeminute, weil für diejenigen, die es nicht wissen, ich liebe Kokosnuss so sehr. Kokosnuss ist halt absolut mein Leben. Früher war ich immer so Team Bounty, so Bounty alles. Und jetzt diesen Shake einfach in Kokosgeschmack zu haben, ist für mich irgendwie Lebensrettung. Bei den Body Shapes ist es ja so, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass ihr euch die in Kombination mit einem kleinen Schuss Öl und Milch zubereitet und dann wirklich einen Shake habt, der euch richtig, richtig satt macht. Ein so ein Shake, wenn man ihn halt mit dem Schuss Öl und Milch zubereitet, hat nämlich immer noch unter 300 Kalorien. Und ich persönlich kann aus meiner Erfahrung, die ich jetzt die letzten Monate gemacht habe, sagen, dass mich ein so ein Shake so 4,5 bis 5 Stunden wirklich satt macht. Es ist natürlich eine Umgewöhnung, wenn man, sag ich mal, von fester Nahrung auf so Shakes umsteigt. Jedoch muss ich ganz klar dazu sagen, dass ich diesen Shake einmal am Tag nur trinke. Ich ersetze damit nicht meine kompletten Mahlzeiten, sondern einmal am Tag verzichte ich auf eine andere feste Mahlzeit. Bei mir ist es ganz oft das Frühstück und gönne mir halt stattdessen so einen Shake. Und ja, ich freue mich jetzt halt einfach mega, mega, mega doll, dass es diese neue Geschmacksrichtung gibt. Ich habe sie auch schon ausprobiert und Leute, ganz ehrlich, meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Ich liebe es. Ich werde in kommender Zeit definitiv auch ausprobieren, wie es schmeckt, wenn man das wieder mit den anderen Sachen mischt, weil ich feiere das Mischen total. So hat man halt definitiv keine Langeweile und es ist immer was Neues und Spannendes und lecker. Wenn ihr das Ganze auch ausprobieren möchtet, habe ich natürlich auch wieder einen Coupon-Code für euch, den ich euch hier gerade einblende. Checkt das definitiv auf www.naturalmojo.de aus. Und Leute, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ihr wisst, ich benutze die Sachen jetzt schon so lange und ich bin wirklich happy damit. Jedoch muss ich ganz ehrlich sagen, der Grund, warum ich trotz alledem noch nicht so richtig krass viel abgenommen habe, liegt nicht daran, dass die Shakes nicht funktionieren, sondern es gibt einen anderen Grund und auf den möchte ich jetzt genauer mit euch eingehen. Ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, so richtig krass Gewicht verloren habe ich noch nicht. Und zwar liegt das Ganze daran, dass ich von meinen Hormonwerten schon wieder komplett falsch eingestellt war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist es für mich mega der Struggle. Ich hatte erst das Problem, dass ich von meinen Testosteronblockern, also den Tabletten, die, sag ich mal, die Testosteronproduktion so ein bisschen abblocken, komplett falsch eingestellt war und es mir deswegen halt komplett schlecht ging. Dann wurde das alles ein bisschen justiert und ganz ehrlich, ich habe mich viel besser gefühlt, auch vom Körpergefühl. Eigentlich hatte ich echt das Gefühl, ganz ehrlich, ich bin auf dem richtigen Weg. Doch irgendwas habe ich gemerkt, ist immer noch nicht so ganz richtig mit meinem Körper. Und jeden Tag, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, obwohl ich, sag ich mal, auf meine Ernährung geachtet habe, habe ich irgendwie nicht so krasse, richtig krasse Erfolge gesehen. So schon, es ging auf jeden Fall voran, aber nicht so, wie es sich eigentlich für mich hätte anfühlen müssen. Ich habe ja in meinem letzten Hormon-Update-Video gesagt, dass ich die 100er-Marke noch nicht geknackt habe. Und Tatsache, heute, ich habe sie immer noch nicht geknackt.
Ja, ich wiege immer noch über 100 Kilo und kann ich halt momentan nicht von heute auf morgen ändern. Ich war dann vor ein paar Wochen wieder bei meinem Arzt und habe gesagt, ganz ehrlich, irgendwas stimmt nicht. Ich bin so gesund am Essen, ernähre mich so gut und achte da so doll drauf. Wieso, verdammt nochmal, nehme ich nicht ab? Und dann meinte er zu mir, eventuell liegt es am Östrogenwert, eventuell sind die weiblichen Hormone, die wir halt in Tabletten benutzen, zu stark. Zumindest halt von der Dosierung. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt 3 Stück jeden Tag genommen. Das ist halt wirklich eine Menge und man darf das definitiv nicht unterschätzen. Das ist um einiges stärker von der Dosierung als zum Beispiel die Pille. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann halt Blut abgenommen und, sag ich mal, das Ganze ins Labor geschickt. Und als die Werte kamen, hat mein Arzt mich angerufen und meinte, ja, Frau Menden, können Sie mir einen Gefallen tun? Sie müssten leider nochmal kommen. Irgendwas ist bei den Werten schiefgelaufen. Und ich war nur so, hä, wieso, was soll denn schiefgelaufen sein? Ja, eventuell ist das Östrogengel so ein bisschen an den Einstich gekommen und das halt total explodiert. Die Werte sind viel zu hoch. Das muss ich ganz kurz erklären, weil zu Beginn meiner Hormontherapie habe ich keine Tabletten genommen, sondern halt Östrogengel. Und da muss man halt immer aufpassen, dass das Gel nicht an der Stelle hinkommt, wo Blut abgenommen wird. Und das Ding ist aber, dass ich das Gel schon seit Ende Dezember, Anfang Januar gar nicht mehr nehme. Und stattdessen halt auf Tabletten umgestiegen bin, weil das halt auch einfacher von der Handhabung ist und auch ein bisschen besser kontrollierbar als ein Gel, was über die Haut halt aufgenommen wird. Und da meinte er, was? Das hatte ich komplett vergessen, bla bla bla, da habe ich falsch in die Notizen geguckt. Oh mein Gott, wir haben ein Problem. Wenn euch euer Arzt sagt, wir haben ein Problem, ist das definitiv nichts, was man gerne hört. Und zwar hat er mir Folgendes erklärt. Mein Östrogenwert, bevor wir auf die Tabletten umgestellt haben, war bei 65. 65 war definitiv zu niedrig. Deswegen haben wir die Tablettendosis erhöht. Und ich habe mich halt eigentlich damit gut gefühlt. Wie gesagt, der ideale Wert, was mein Arzt so für mich gesagt hat, liegt so zwischen 120 und 140. Je nachdem, irgendwie so in dem Spektrum. Ganz, ganz wichtig nochmal eben als Disclaimer, ich persönlich bin kein Arzt, ich kann halt wirklich nur das wiedergeben, was mein Arzt mir erklärt hat. Und bitte, bitte, bitte macht sowas nicht alleine, zu Hause, auf eigene Faust. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich, wie ihr an meinem Beispiel ja sehen könnt. Und ich habe halt gesagt, ja, okay, er hat gesagt, die Werte sind zu hoch. Eigentlich soll ich bei maximal 140 liegen, vielleicht liege ich denn bei 150, so Pengs. Wie dramatisch kann es schon sein? 140, 150 ist nämlich auch der Wert, wo halt eine biologische Frau auch in den meisten Fällen liegt. Wenn man seine Tage hat, sind die Werte halt nochmal ein bisschen höher, aber so allgemein so um die 150 sollte man liegen. Wenn man schwanger ist, hat man einen Wert von über 300, so 300 bis 350. Und ich war so, ja, pf, okay. Und das hat er mir halt alles erklärt und ich war so, ja, kommen Sie zum Punkt, so worauf wollen Sie jetzt hinaus? Und ratet mal, wie mein Wert war. Mein Wert war bei 564. Das heißt, mein Östrogenwert war fast viermal so hoch, wie er hätte sein sollen und fast doppelt so hoch wie bei einer Schwangeren. Ich weiß nicht, wer von euch Hübschen alles schon mal schwanger war oder meine Schwangerschaft irgendwie bei der Mutter oder bei der Schwester oder bei der Tante oder so mitbekommen hat. Die Hormonwelt einer Schwangeren ist halt nun mal nicht ganz so chillig. Und all diese Gefühlsausbrüche und Stimmungsschwankungen und Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme und Launigkeit und alles drum und dran hatte ich fast doppelt. Mein Arzt war dann natürlich total schockiert, wie das Ganze sein kann und wir können es uns bis heute nicht so erklären, warum die Werte so explodiert sind. Wir haben dann zur Sicherheit die Werte doch nochmal wirklich kontrollieren lassen und es war kein Fehler, es war halt wirklich so hoch. Warum auch immer haben die Tabletten halt hardcore durchgeschlagen. Und ja, das ist halt auch das Problem, warum ich mega, mega, mega Probleme hatte mit meinem Gewicht. Ich habe mich so gesund ernährt, ich habe wirklich darauf geachtet, keine Scheiße mehr zu essen, habe die Shakes getrunken und Kalorien wirklich super runtergeschraubt dadurch. Aber ich hatte trotzdem keine Erfolge, weil sich mein Körper halt durch die krassen Hormone gedacht hat, wir sind schwanger, wir müssen alles speichern, was auch nur irgendwie geht, weil wir müssen ja ein Baby versorgen. Offensichtlich werde ich niemals ein Baby in meinem Körper tragen, was ich versorgen muss. Dementsprechend, lieber Körper, darfst du dir das gerne wieder abgewöhnen. Und ja, wir haben halt dann die Hormondosis auf jeden Fall wieder drastisch reduziert und ich hoffe halt, dass es jetzt im Laufe der Zeit besser wird. Ich muss sagen, was das Körpergefühl angeht, wird so langsam aber sicher auch durch den Sport, den ich mache, alles wieder so ein bisschen straffer und es ist halt nicht mehr so unkontrolliert. So habe ich mich halt zumindest vorher immer gefühlt. Aber das Problem ist halt, diese Wassereinlagerungen brauchen halt eine Zeit, bis sie weg sind. Die sind halt nicht von heute auf morgen so.
Tschüss. So, nee, das Problem ist halt, ich habe in den Füßen und in den Beinen ganz, ganz viel Wasser und die schwellen halt auch zwischendurch an und sind ganz dick und das ist halt echt unangenehm und ja, deswegen bin ich halt momentan auch so ein bisschen im Sporty Spice Modus, damit sich das Ganze halt einfach bewegt und damit ich die Hoffnung habe, dass das ganze Wasser halt irgendwie rauskommt. Mich hat das Ganze halt wirklich irgendwo hardcore mitgenommen, weil ich halt mir echt Mühe gegeben habe. Und kennt ihr das, wenn ihr euch Mühe gibt und Mühe gibt und Mühe gibt und macht und tut und macht und tut und irgendwie seht ihr keine Erfolge, das ist halt hardcore deprimierend. Und jetzt zu hören, dass der Grund für das Ganze meine Hormontherapie war, was ja eigentlich auch dafür da ist, um mir was Gutes zu tun, aber halt auch diese krassen Nebenwirkungen hatte, wenn zu hoch dosiert ist, war halt irgendwie total das Dilemma. Das war halt echt nicht schön, es war definitiv ein Schock. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es wird besser. Wir haben, seitdem wir die Medikamente reduziert haben, noch nicht wieder kontrolliert, aber nächste Woche habe ich einen Termin, wo das Ganze halt nochmal so ein bisschen kontrolliert wird und wir gucken, ob sich die Werte mittlerweile verringert haben, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sich das verringert hat, weil sonst würde es halt nicht besser werden. Und mittlerweile habe ich halt das Gefühl, es wird langsam aber sicher besser. Wenn es nach mir geht, könnte es definitiv noch eine Nummer schneller gehen, aber ja, so weit, so gut. Ich finde es halt nur einfach mega wichtig, dass ich mit diesem ganzen Abnehmen-Thema mega transparent bin mit euch, weil ich weiß, dass viele von euch auch mit dabei sind und auch die Produkte von Natural Mojo benutzen, auch ihre Ernährungsumstellung machen, auch so ein bisschen mit Sport anfangen und ich halt viele von euch echt motivieren kann, da mitzuziehen. Und deshalb finde ich es halt super wichtig, dass ich euch hier und da immer mal wieder Updates gebe. Und die Tatsache, dass ich noch nicht so bestialische Erfolge habe, wie manche anderen von euch, liegt halt nicht daran, weil das irgendwie alles nichts bringt, sondern halt einfach, weil sich mein Körper gedacht hat, nö. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man Durchhaltevermögen zeigt, wenn es darum geht, so ein bisschen gesünderes Leben zu leben und seinen Körper positiv zu verändern, dass man sich halt nicht so schnell unterkriegen lässt. Ich habe, nachdem ich dieses erfahren habe mit meinen Werten, auch zwischendurch gedacht, ganz ehrlich, voll scheiße, die Werte sollen erstmal runtergehen und dann mache ich weiter. Aber das ist halt irgendwie auch Schwachsinn, weil man tut sich ja nicht nur was Gutes, was das Abnehmen angeht, sondern einfach auch um gesünder und fitter und wacher und mobiler und agiler zu sein. Dementsprechend bin ich mega, mega happy mit dem Weg, den ich bereits gegangen bin und ich werde ihn zu 1 Milliarde % weitergehen. Und freue mich halt jetzt einfach darauf, auch einen neuen Geschmack als Abwechslung mal zu haben. Tschüss! Viele von euch hatten mich auf Snapchat, wo ich zwischendurch meine Workouts und so poste, auch schon gefragt, Julina, kannst du mal so ein Fitnessvideo und so machen? Das Problem ist, dass ich mich momentan halt echt noch ziemlich spaddelig anstelle und ich weiß, vielleicht ist das witzig für euch, aber so ein bisschen Selbstrespekt habe ich schon noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird in den kommenden Tagen mal irgendwie ein Ausschnitt in einem meiner Vlogs erscheinen oder so, falls ihr noch nicht wusstet, ich habe jetzt einen Vlog-Kanal mit Florian zusammen. Aber so ein richtiges Fitnessvideo, so à la Sophia Thiel oder so, wird es erstmal nicht geben. Ich bin und bleibe Make-up-Troller und probiere auch immer so ein bisschen Fashion, aber Fitness ist für mich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich hoffe, dass das heutige Video so ein bisschen spannend für euch war. Viele hatten gefragt, wie das Ganze auch bei mir mit Nebenwirkungen und so aussieht, weil ich das halt schon ein, zwei Mal angesprochen hatte. Und ja, die Gewichtsabnahme, beziehungsweise nur die mehr oder weniger Gewichtsabnahme, ist halt bei mir auch immer ein großes Thema. Dementsprechend hoffe ich, dass euch das Ganze interessiert hat und euch das Video gefallen hat. Vergesst auf gar keinen Fall, mal bei Natural Mojo vorbeizuschauen. Ich habe euch sowohl den Link zur Website als auch meinen Couponcode hier in die Infobox gesetzt. Stöbert euch einfach mal durch, lest euch so ein bisschen durch. Da steht mega viel Informatives auf der Website drin. Für mich ist dieses ganze Thema mit Fitness und Ernährung und so auch noch relativ neu. Aber umso mehr ich mich damit beschäftige, umso spannender wird es und es macht halt wirklich jeden Tag mehr Spaß. Aber ja, ich glaube, das ist dann auch schon alles, was ich in dem heutigen Video zu erzählen habe. Ich bedanke mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und für die stetige Unterstützung, die ihr mir gebt. Fühlt euch auf jeden Fall ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag!